komme eigentlich aus einer Arbeiterfamilie. Ich bin auch ohne Vater aufgewachsen. Meine Mutter hat allein für mich gesorgt. War in einer Strickerei im 10. Bezirk und hat wirklich schwer arbeiten müssen. Früher war es halt einmal so der richtige Wiener Arbeiterbezirk, Favoriten. Und habe natürlich dann meine Lehre gemacht in Wien. Ich habe Ziseleur und Gürtler gelernt. Metallbearbeitung, das hat mich fasziniert. Warum ich dann ins Waldviertel gekommen bin, ist ganz alleine aus diesem Grund, weil ich ganz einfach einen Platz gesucht habe, wo man Arbeiten im Freien machen kann, wo man Platz hat und wenn man ganz eine ganz andere Sicht zu den Dingen bekommt. Man denkt da in anderen Dimensionen. Durch meinen Beruf als Ziseleur habe ich so reinschnuppern dürfen. Wir haben ja auch sehr viele Auftragsarbeiten von Künstlern gemacht. Wir haben immer müssen noch Zeichnungen oder das Schablonen oder diesen Dingen arbeiten. Du musst da immer wieder schauen, dass du nicht zu viel wegnimmst. Was einmal weg ist, ist weg. Nur hat mich das ja auf Dauer nicht befriedigt. Hat mir die eigene Arbeit viel mehr Freude gemacht. Und ich war müssen viel Auftragsarbeiten machen. Aber ich habe mir das eigentlich in den letzten Jahren wirklich abgestellt. Wien ist, ja, du bist einer von vielen. Aber im Waldviertel, ja, bist halt irgendwas Besonderes. Glaubt man. Ob es stimmt, weiß ich nicht. Mit den Nachbarn ist ganz, ganz spitze. Gut. Da gehören ein paar Keime rein oder eine Sau. Nein, das ist ein Saustein. Ja. Da ist eh was drin. Ja. Sie sind schon kunstinteressiert, sie verstehen uns halt nicht, aber sie schauen sich es immer an. Schäle schon, wie schon ein. Da habe ich draußen so Sausteigen. Und da habe ich so eine Sausteige Radeln verpasst und da war auch so eine Skulptur drin liegen und dann kann man spazieren fahren. Mit der Skulptur, mit der Sausteige. Kunst kann man ja gar nicht machen. Kunst erlebt man oder lebt man. Bildende Kunst soll ja nicht zu literarisch sein, vielleicht soll ich so sagen. Kunst, die permanent nur Information braucht, ist gescheiter, man schreibt ein Buch. Man kann ja auch Skulpturen degradieren zum Fichtum oder, wie sagt man, das Tierische in der Skulptur. Auch diese Geburt einer Form ist ein spiritueller Akt eigentlich. Ich will nicht Gott spüren. Ja? Im Gegenteil, ich will die Elemente selbst halten lassen. Das sind eh um uns. Die machen uns so viel vor. Die kennen das viel besser wie wir eigentlich.
das Feuer entzündet wird und dass es sich aufbläst und ins Leben anfängt. Und da schmeißen wir es aus dem Feuer raus, jetzt liegt es da. Und zischt und röhrt nach und raucht. Das war die Geschichte. Das hat sich sehr lang nichts da. Und ich hab mir gedacht, das sind ja alles Experimente. Und dann haben wir nachgelegt, das Feuer, und immer mehr nachgelegt. Dann war es so heiß, dass ich damit mit so einem langen Stecken gegangen bin und ich immer das Wasser, was drin war, ein bisschen geschüttelt hab. Und dann hat es doch funktioniert. Ich behandle auch dann diese Aktionsrelikte wie meine Kinder. Das heißt, auch wenn sie dann schon geboren wurden im Feuer, dann sind sie ein Teil von mir. Und wenn ich dann in Räume gehe mit diesen Körpern, versuche ich sie wieder zu beleben durch Atem, meinem Atem zum Beispiel. Ja. Oder meine Kraft, die ich da dann reinsetze. Der Faserschmeichler hat Zähne, hast du das gesehen? Die beißen da in die Struktur rein. Ne? Wie der Fuß draus, ne? Der den Gitter und diesen Konstrukt einen Schuss gibt. Das ist eigentlich eine ganz banale Musik. Also die Rhythmen sind bewusst so banal gehalten. Bum, 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 bum. Das hat ja auch was von einer Mickey Maus. Ich kann mir zählen, der Erfolg werde ich mit denen nicht haben. Aber es macht ja nichts. Ich könnte mir immer One, Two immer auch anhören. Wirklich, ich brauche keinen Text sonst. Es hat was Meditatives, was eine Erwartungshaltung hast. Ne? Für mich ist die Kunst eine Möglichkeit, auch meine eigene Spiritualität aufzubauen. Wir können uns nicht abkoppeln von dem. Wir sind ein Bestandteil von dem Ganzen. Nicht nur von der Erde oder von der Sonne, sondern vom gesamten Kosmos. Malerei ist mir zu zart, das kann man x-mal übermalen eigentlich. Aber da Strich ist Strich, ja, das bleibt. Und das kannst du bis zur totalen Zerstörung machen. Wir können es nicht ertragen, dass wir einmal nicht mehr sind, zum Beispiel. Du brauchst nur einmal ein bisschen beobachten, das Universum. Und siehst, wie klein wir eigentlich sind. Ja. Und dass wir heute ja auch nur ein Teil von Sternenstaub sind. Da ist. Und um das verarbeiten zu können, das Wissen um deinen Tod, brauchst du was und das glaubst. An ein Weiterleben in einer schöneren Welt vielleicht. Kann man kein Paradies vorstellen? Das ist ja nicht aufregend, bitte. Du sollst ewig leben in einem Paradies, stell dir das vor, wie langweilig das sein muss. Das Weiche sprengt das Harte ist eigentlich eine sehr optimistische Geschichte. Und hat auch sehr viel mit Ausdauer zu tun. Wasser hüllt auch den Stein, wenn man nur genug Zeit hat. Was ist das Harte? Das ist die Struktur, das ist die Geometrie. Das ist das Künstliche. Aber für mich ist das schon das Weiche irgendwo, symbolisch auch das Organische, das Lebende, das Menschliche. Ja. Gegensätze ja, von Struktur und Glätte. Und um das ist es ja gegangen bei diesen Versuchen mit den Elementen walten. So, solche Falten, die so entstehen, bringe ich mein Leben nicht zusammen, wie das die Elemente machen. Wie viele Jahre sind wir jetzt verheiratet? 37. 37 Jahre, ja.
Wenn ich die Zeit dazu rechne, wo ich es kennt habe, auch noch. Ja, fast ein Leben. Ja, 37 Jahre kommen uns verheiratet, sind wir nicht so lang. Ah, nicht? Nein, irgendwann hört man auf, ihn zu zählen. So was darf nie. Zählt man die Geburtstage auch nicht mehr. Oh ja. Du weißt den schon. Du weißt meinen nicht. Mhm. Du bist nicht einmal auf der Torte gestanden, nicht? Alter, das tut man nicht. Ab einem gewissen Alter fragt man gar nicht mehr. Das ist unhöflich, ne? Wieso? Sie haben das eh sehr gut gemacht. Sie haben da nur 4 Kerzen aufgestellt. Fünf. Fünf? Ja. 5 Jahrzehnte halt, nicht, haben sie gesagt.